Ob Jaden Smith, Lizzo, N.E.R.D., Snow Allegra, Childish Gambino, Earl Sweatshirt, Marshmallow oder Vince Staples. Sie alle ließen sich ihre Beats von Christian Rich basteln. Dass sich das Producer-Duo mal vor der Kamera zeigt, ist eine echte Seltenheit. Für uns machen sie eine Ausnahme und lassen uns sogar in ihre gerade frisch bezogene Wohnung in Berlin. Wenn die Fans wüssten, wer wirklich hinter den Tracks steht, würde das vielleicht die Magie zerstören. Als Producer ist man derjenige, der das große Ganze im Blick hat. Man muss alle Song-Elemente so zusammenführen, dass es am Ende beim Publikum ankommt. Der Künstler bringt natürlich seinen Stil ein. Er steuert seinen Text bei, hat seinen eigenen Tonfall und schreibt vielleicht am Song mit. Aber ohne Producer? Kein Song. Mit diesem Selbstverständnis arbeiten die Zwillingsbrüder Taiwo und Candy Hassan, alias Christian Rich, seit 2003 für die Größen des Hip-Hop- und Trap-Business. Aufgewachsen sind sie in Chicago und in Lagos, Nigeria. Und die Jobplanung sah ursprünglich ganz anders aus. Mein erster Job nach dem Studium war Banker. Wir haben damals zwar schon Musik gemacht, aber irgendwie muss man ja schließlich seine Miete bezahlen. Ich habe mir im Job nicht gerade ein Bein ausgerissen. Ich hatte nur Beats im Kopf. Eines Tages bin ich dann zu meinem Chef gegangen, habe ihm meine Schlüssel rübergeschoben und gekündigt. Er war ziemlich angepisst. Immerhin habe ich im Job viel über Geld gelernt und wie man es anlegt. Keine ganz unwichtigen Skills, wenn man Musiklizenzdeals für Smartphone-Hersteller abschließt und Streaming-Zahlen im zweistelligen Millionenbereich vorzuweisen hat. Also bei uns ist es so. Ich denke, mein Bruder sieht das ähnlich. Wir müssen einen neuen Song mindestens 30 Minuten lang auf Dauerschleife hören können. Sonst schicken wir ihn gar nicht erst raus. Wenn wir das Gefühl haben, ein Song ist richtig gut und könnte für eine breite Masse funktionieren, dann hat er meistens eine eingängige Hook. Wenn die da ist, dann weiß man eigentlich immer, der Song wird bei den Leuten ankommen. Also, wenn die Hook erstmal da ist, dann weiß man, es wird gut. So, that's usually how it goes. Usually if the hook is there, then we're like, oh yeah, this is good. Alle unsere Songs klingen anders, wenn man sie miteinander vergleicht. Wir konnten nur deshalb mit so unterschiedlichen Künstlern zusammenarbeiten, weil wir uns nie auf einen Sound festgelegt haben. Producer, die ihren eigenen Sound hatten, standen immer nur für eine bestimmte Zeit. Das gilt für alle großen Produzenten, die wir bewundern. Uns kann man in keine Schublade stecken. Musikalisch sozialisiert wurden Christian Rich durch US-Hip-Hop und Michael Jackson, aber auch durch die Yoruba- und Fuji-Musiksammlung ihres nigerianischen Vaters. Um diese Wurzeln zu ergründen, reisten sie im letzten Jahr nach Nigeria, zum ersten Mal seit ihrer Kindheit. Wir stechen hier total raus. Es war surreal. Wir haben 28 Jahre lang an diesen Tag gedacht. Wir konnten uns kaum noch vorstellen, dass wir dort wirklich aufgewachsen sind. Aber als Kinder konnten wir uns auch nicht vorstellen, in die USA zu gehen und dort erfolgreiche Musiker zu werden. Uns wurde klar, dass auch alles ganz anders hätte verlaufen können. Vielleicht hätten wir, wenn wir in Nigeria geblieben wären, niemals herausgefunden, dass wir eigentlich Musiker sind. Zum Glück kam es anders. Gerade unterschrieben Christian Rich ihren ersten Plattenvertrag und arbeiten an ihrem ersten eigenen Album. Spätestens jetzt wird es wohl vorbei sein mit dem stillen Arbeiten im Hintergrund.